Ich spreche mal offen, meine Einschätzung. Sie haben den Schwanz eingezogen, wir sind militärisch stärker. Wir dürfen nicht missachten, dass die Gefangennahme der Söhne unseres ehrenwerten Lannister, Tywin Lannister, ein Problem darstellt. Ein Kompromiss wäre in meinen Augen, wir führen den Kampf weiter, führen unseren Feinden die gerechte Strafe zu. Und Lannister, ihr haltet euch aus diesem Konflikt heraus, um eure Söhne nicht zu gefährden. Doch ich bin sicher, alle mindestens die Graufreuds, vielleicht auch die Arryns, werden nicht so verständig sein. Das könnte sein, ja. Apropos Graufreuds, diese Anmaßung, sich König zu nennen. Selbst wenn er von dem verrückten König seine Unabhängigkeit bekommen hat, die werden ihrer gerechten Strafe früh genug noch zugefügt werden. Wir werden nicht vergessen. Nein, wir werden nicht vergessen. Das ist mir auch nicht entgangen. Aber es ist wichtig, dass wir eine Schlacht nach der anderen besiegen. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich Frieden in Westeros gewährleisten kann, wenn die Wut mir gegenüber durch andere Lords so hoch ist. Ich glaube, es wäre wichtig, dass wir diesen Krieg zu Ende führen und die Rebellion im Keim ersticken. Denn ich habe die Befürchtung, dass wenn man diesen Keim gewähren lässt, daraus ein viel gefährlicher Wald entwachsen kann als ohnehin schon. Ihr würdet also den Tod meiner Söhne in Kauf nehmen? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich bin am Überlegen, wie man eure Söhne daraus befreien könnte. Vielleicht mit einer List? Frieden, Geiseraustausch und dann der zweite Schlag? Also ich denke, ich bin ein Mann der Ehre, aber ich denke, einen anderen Mann dazu zu zwingen, Handlungen, die gerecht sind, einzustellen, weil ansonsten seine beiden Söhne getötet werden, das ist eine unmenschliche List. Und vielleicht bedarf es, als Antwort auf diese List eine kluge List zu wählen. Sehr richtig. Wie sehen das die anderen Lords? Ich könnte mir sogar vorstellen, dass eure Ehre gänzlich gewahrt bleibt, mein Prinz, wenn Robert in seinem Irrsinn irgendwann selbst einen zweiten Krieg erklärt und ihr gar der noble Verteidiger seid, der nur einen Frieden aufrechterhalten zu sucht, den er gebrochen hat, obgleich ihr nichts zu befürchten habt, weil ihr mächtiger seid als er. Wir können auf anderen Wege auch einen weiteren Konflikt provozieren, indem wir sie nach einem Frieden von der Macht fernhalten, indem wir sie, ja, keine Teilhabe an unserer Macht sehr richtig bieten. Sie sind geduldet, aber nicht erwünscht. Sehr richtig. Ihr seid weise Männer. So lasset uns kein Risiko eingehen und uns um die sichere Rückkehr der Lannister-Söhne bemühen, auf dass der Lannister-Familie kein weiteres Leid zugefügt wird. Haus ist euch verbunden. Lasset uns Frieden eingehen, aber lasset uns insbesondere Robert Baratheon, diese falsche Schlange, die es gewagt hat, sich als halber Drache zu bezeichnen, und den fehlgeleiteten Wolf, der wohl eher einem Hund gleicht im Norden, im Blick behalten. Denn ich glaube nicht, dass wir zu wahrem Frieden kommen werden, solange Eddard Stark und Robert Baratheon noch auf ihrem Throne sitzen. Die Stuhlländer sind untriebige Hunde. Wohlan! So sei es. Eine Entscheidung wurde getroffen. Ehrenwerter Kutscher, so bringet die edlen Lords von Westeros in unsere Gemächer. In den Thronsaal. In den Thronsaal, nicht in die Gemächer, oh Gott. Ehrenwerte Lords, ehrenwerte Ladies, ich danke euch, dass ihr hier noch einmal erschienen seid. Wir sind zu einem Entschluss gekommen und möchten Frieden und Ruhe nach Westeros bringen. So ist es mein Wunsch als König, dem Vorschlag, der auch aus dem Hause Tully kam, Folge zu leisten. Wir werden Frieden in Westeros bekommen. Wir werden die Söhne der Lannisters hoffentlich sicher zurück ins Hause der Lannisters geleitet sehen. Robert Baratheon und Eddard Stark werden meine Gnade erfahren und nicht ihrer Titel enthoben. Und wir werden hoffen, dass es eine baldige Rückkehr von Lyanna Stark in ihrer Familie gibt, wo auch immer sie wohl verbleibt. So sei es. So sei es. Es freut mich. Wir sind einverstanden. Es freut mich, dass meine Worte Anklang gefunden haben und ich werde an dieser Stelle hoch und heilig geloben, dass ich mich persönlichst aufmachen werde, um Lyanna zu finden. Ich würde auch noch einen kleinen Gedanken an das gemeine Volk entschwenden und ein großes Fest vorschlagen, bei dem auch die Bevölkerung von Westeros diese Übereinkunft feiern und ihre Sorgen vergessen kann. Ein großes Fest am Roten Bergfried, so soll es sein. Eine Nachfrage, es war eben nur von Robert.
und Edda die Rede. Gilt der Frieden und die Gnade auch für John Arryn? Der Frieden und die Gnade gilt auch für John Arryn. Gut. Und bleibt das Haus Graufreud unabhängig, so wie uns die Unabhängigkeit gewährt wurde? Das Haus Graufreud darf sich nach wie vor unabhängig nennen, wenn das Haus Graufreud bereit ist, die Sicherheit des Königslande, der Königslande mitzuschützen. Denn wenn ich bereit bin, eure Grenzen zu respektieren, so sehe ich es als eure Pflicht, eure Aufgabe, dafür zu sorgen, dass auch die Grenzen innerhalb von Westeros gewahrt werden. Und so erwarte ich mir, dass sollten sich Lords oder Ladies gegen mich stellen, ihr mir in dieser Situation als Verbündeter zur Seite steht. Wenn der König angegriffen wird innerhalb davon und unsere Eisentraditionen so bleiben, so würde natürlich der König den Frieden und das Recht des ertrunkenen Gottes zu den Eiseninseln zurückbringen und natürlich damit auch sicherstellen. Damit wäre ich dann einverstanden. So soll es sein. So mag es Frieden geben, dass wir aufgehen können zur Suche nach Lyanna. Ich möchte nur noch einmal für Eddard und mich fragen. Wir müssen auch nicht in ihrem Kerker vermodern, mein König. Ist der Kerker etwas, was ihr als Barmherzigkeit empfinden würdet? Eher weniger, aber da ihr natürlich die Möglichkeit habt, uns auch einzukerkern, wollte ich dort nur einmal genauer nachfragen. Dass ihr uns direkt freilasst, um nach Lyanna zu suchen, meinte er. Ja. Sie reden von der Spielmechanik. Ja. Gut. Dann, sehr Robert, geil. Ist es, glaube ich, deine Aufgabe, das Ganze zu beenden. Auf das Frieden nach Westeros gelangt. Dann Frieden und Wohlstand. Dann möchte ich damit sagen, König Rhaegar Targaryen, ich, Robert Baratheon, König der Sturmlande, beuge mein Knie vor euch und erkenne euch als rechtmäßiger Herrscher der sieben Königslande an. Ich nehme euer Treuegelübde an. Ich, John Arryn, Lord von Hohenair, Hüter des Grünen Tals und Wächter des Ostens, handle ebenso und beuge mein Knie, auf dass eure Königswürde eine echte Würde sein wird und ihr nicht eurem Vater nachkommt. Und auch ich, Lord Eddard Stark, Wächter des Nordens, gelobe euch, König Rhaegar Targaryen, die Treue und höre euch, wenn Westeros die Banner des Nordens braucht, sie alle zu rufen und unter euch zu dienen und hoffe gleichzeitig auf die Gerechtigkeit und den Schutz meines neuen Königs. Ich nehme die Treue Schwüre an, auf ein ruhiges, friedliches, wohltätiges Westeros, auf ein gebündeltes Königreich, das uns alle lange leben und schöne Leben bescheren soll. Und ich hoffe, dass ich alsbald meine befreundeten Gesichter, liebe Lords und Ladies, bei den Feierlichkeiten im Roten Bergfried antreffen werde, die von niemandem weniger organisiert und unterstützt werden, als von dem Lord des guten Weins aus dem Hause Tyrell. So sei es. Ich werde mich zurückziehen, denn ich muss die Geschäfte meines Vaters übernehmen. Und es wird notwendig, einige Beraterposten zu füllen und für wahr. Die Schäden zu begutachten, die dieser Krieg mit sich gebracht hat. Kann ich glauben, dass ich euch alle freilasse? Perfekt. Gut, zuallererst die wichtigsten Verbündeten. Das erste Gespräch würde ich gerne mit den Dornischen führen. Mein König, ich bin angetreten. Mein ehrenwerter Freund und der Einzige, dem ich in dieser schweren Zeit trauen kann. Seid ihr zufrieden mit dem Verlauf? Ich würde sagen, wir sind sehr milde mit unseren Feinden umgegangen. Sie waren ein sehr milder Drachen. Aber den Zorn können sie ja noch spüren, sollten sie sich als Verräter ja erneut beweisen. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Vielleicht ist auch die Jugend, eure Jugend, die euch mild gestimmt hat. Aber das Gute ist, der Krieg ist vorbei, das Leid ist vorbei. Und nun geht es darum, das Reich zu regieren. Ich möchte Versprechen eingehen. Ich würde mir wünschen, dass unsere beiden Häuser weiter verbündet bleiben. Und ich möchte zu dem Vorschlag zurückkehren, meinen jüngeren Bruder Viserys Targaryen an die Prinzessin von Dorne, an Lady Arianna von Martell zu geben. Auch in einer matrilinearen Verbindung, um das Hause Martell weiter blühen zu lassen. Wir fühlen uns eng mit eurem Haus verbunden und meine Schwester wird hoffentlich auch ihren Anteil daran gehabt haben, diesen Floh bei ihnen in den Ort zu setzen. Aber ja, sehr gerne werden wir Viserys in unseren Hallen begrüßen.
und eine Vermählung zwischen Ariana und Viserys in den Wege leiten. Ist das etwas, was ihr prächtig zelebrieren wollt? Aufgrund der aktuellen Finanzlage ist es seitens unserer Möglichkeiten schwierig, eine größere Hochzeit. Aber wir könnten nach Braavos gehen und uns die nötigen Finanzmittel holen. Sollte das ein Wunsch sein, wir würden diese Hochzeit gerne in prachtvoller Angelegenheit darbieten. Ich denke, dass diese Hochzeit wohl erstmal die wichtigste in ganz Westeros sein wird. Und demnach wäre dies wohl angebracht? Ja, dann werde ich das planen und sobald alles bereitsteht, würde ich mich melden und dann werden wir das weitere Vorgehen besprechen. Wir können natürlich auch die Vermählung bekannt geben an der großen Feier, wo die Lords und Ladies nach Königsmund kommen. Mhm. Um aller Öffentlichkeit unsere Bande erneut zu stärken. Das klingt wundervoll. Gibt es noch etwas, was ich für euch tun kann? Natürlich würde ich mich begrüßen, wenn meine Nichte, sollte sie alt genug sein, eine Posten bei Ihnen im kleinen Ratte erhalten. Aber das zu gegebener Zeit und bei gegebenen Möglichkeiten als Aufmerksamkeit für unsere Aufopferungen, Dienste und Hilfe bei der Erlangung eures Geburtsrechts. Dem möchte ich auf jeden Fall zustimmen. Ich sehe die Talente und die Gerechtigkeit, die in Lady Ariana schon in so jungem Alter zu schlummern scheint. Seid gewiss, dass sie eine Position im Rat erhalten wird, sobald sie alt genug ist. Wohl wahr. Ich fühle mich geehrt und weitaus zufrieden mit euren ersten Regierungsgeschäften, mein König. Dankeschön. Ihr dürft euch entfernen. Wohl wahr. Kutscher, man bringe mir die Lannister. Sehr wohl. Eure Majestät. Tywin Lannister. Mit meinen Söhnen soeben mein ernstes Wort geredet, dass sie gefälligst sich künftig nicht mehr ganz so dümmlich anstellen sollen. Doch ich danke euch für eure Umsicht bei der Bewahrung meiner Dynastie. Wie stehen denn eure Pläne, diese Dynastie weiter zu bewahren, wenn ich fragen darf? Ich sehe, eure beiden Söhne sind nicht vermählt. Eure Tochter ist es auch nicht. Meine Tochter ist stur und willfährig und weigert sich, einen Ehemann zu nehmen. Doch wollte ich mit euch über meinen Sohn Jaime sprechen, der aus jugendlicher Narretei eurem Vater als Königsgarde berufen wurde. Dies ist offensichtlich ein Mal der Schande auf seinem Lebenslauf, denn euer Vater war, wie wir nun wissen, kein so großer König, wie ihr es nun seid. Und ich fragte mich, ob es nicht möglich wäre, ihm das auszureden, ihn zurück an meinen Hof kommen zu lassen und eine angemessene Hochzeit für ihn zu arrangieren. Kurz mal out of character, kann ich das überhaupt? Das weiß ich einfach. Deswegen habe ich habe noch nie den König, glaube ich, gespielt oder das versucht. Deswegen habe ich jetzt einfach mal schamlos gefragt, weil ich dachte, die hat doch schon oft Targaryen gespielt. Vielleicht hat sie das schon mal gemacht. Ich habe eine Königsgarde, der gut kämpfen kann, aber ich kriege den, glaube ich, gar nicht raus. Ich glaube, das ist auch wirklich nicht möglich, spieltechnisch. Echt nicht? Verdammt. Okay, dann... Ich kann euren Sohn nicht zu Dingen zwingen, die er nicht bereit ist zu tun. Aber wie steht es um euren anderen Sohn? Nun, er ist ein gottloser Rohling und ein Gnom. Ich hoffe immer noch darauf, dass mein anderer Sohn vielleicht das Licht sieht irgendwann. Und doch bis dahin werde ich darauf hoffen müssen, dass meine Tochter vielleicht irgendwann Einsicht hat oder mein Sohn Tyrion doch noch etwas aus sich macht. Und wie steht es um euch? Mir wurde die Liebe meines Lebens geraubt, mein König. Ich bin tatsächlich durch die Macht des Schicksals nicht einmal mehr in der Lage, an die Ehe zu denken. Glaube ich. Kann man wirklich nicht. Ja, nee, der will nicht mehr. Der hat immer Lady Joanna. Nun gut, ihr habt treu gedient und deswegen wäre es mir ein Anliegen, euch in meinem kleinen Rat willkommen zu heißen. Mit dem größten Vergnügen, Eure Majestät. Ich hoffe, dass diese Unsicherheiten der Vergangenheit angehören und ich euch eine sichere rechte Hand für die nächsten Jahre erwarten kann. Aber natürlich. So sei es entschieden. Ich danke euch, Eure Majestät. Ihr seid entlassen. Lebt wohl, Eure Majestät. Man bringe mir den Lord des Weins aus dem Hause Tyrell. Alter, meine rechte Hand wird mich einfach töten. Aber ich hoffe, dass wenn ich Maurice genug Honig ums Maul schmiere, er mir treu bleibt, bevor er draufkommt, dass ich eine Affäre mit seiner Tochter habe. Davor habe ich nämlich richtig Angst. Schon seit Jahren. Oh, werter König, ihr habt gerufen und so bin ich da.
Ich verneige mein Haupt und mein Knie ein weiteres Mal, stehe euch zu Dienst. Liebes Haus Tyrell, ich habe euch einen Posten im kleinen Rat versprochen und ich möchte diesen Posten und dieses Versprechen einhalten und möchte fragen, ob ihr denn bereit seid, als Meister der Münze unter der Krone zu dienen. Oh ja, das ist eine der größten Ehren meines Lebens. Ich werde diese Stelle sofort antreten und die Finanzen des gesamten Reiches auf Vordermann bringen. Wundervoll. Ihr seid entlassen. Vielen Dank. Dann brauche ich einmal das Hause Tully. Mein König. Das Hause Tully, das uns so viel zum Frieden herbeigebracht hat. Lord Hoster, kann ich eure Treue in meinem kleinen Rat erwarten, als Meister des Rechts, so wie ihr Recht gesprochen habt? Nun, wenn ihr als König meint, dass ich in diesem kleinen Rat gut aufgehoben bin, dann will ich natürlich nicht euren Ideen in irgendeiner Art und Form widersprechen oder widerstreben und werde natürlich mein Bestes geben, um Recht in Westeros aufrechtzuerhalten und auch wiederherzustellen. Gleichzeitig möchte ich an dieser Stelle allerdings auch anmerken, dass als Meister des Rechts ich auch mir erlaube, wenn ihr in einem Moment Unrecht sprechen solltet, euch darauf auch hinzuweisen. Ja, das ist auch die Erwartungshaltung, die ich und nichts Geringeres, die ich an den Meister des Rechts empfinde. Wird euer Sohn, euer Haupterbe, euch begleiten und eine gute Ausbildung in Königsmund erhalten? Natürlich, natürlich. Ich war zwar bereits im Gespräch mit den Herrschaften aus Dorne, doch ich bin mir sicher, dass sie das verstehen werden, dass sich auch gewisse Vorhaben verändern können. Und wenn ihr meint, dass wir in Königsmund gut aufgehoben sind, beziehungsweise mein Sohn gut aufgehoben ist, dann soll es so sein. Ich denke an dieser Stelle vielleicht an eine Lehre bei einem Kommandanten, bei dem Lordkommandanten der Königsgarde, höchstpersönlich, bei Gerold, dem Weißen Bullen aus dem Hohen Turm. Nun, ich bin mir sicher, dass Edmure davon nur profitieren kann. Er hatte ja zuvor den Schwarzfisch als Ausbildenden, meinen Bruder, der ja leider im vergangenen Konflikt gegen den Irrenkönig sein Leben ließ. So glaube ich, dass das sicherlich eine gute Entscheidung ist. Großartig. Ich muss einmal out of character was sagen. Ich kann dich nicht dem Rat zufügen, sehe ich gerade. Das Spiel lässt mich das nicht machen. Zu mächtig wahrscheinlich? Na, keine Ahnung. Nein, ich glaube... Achso, auch nicht Lord Arryn. Ich bin auch ganz falsch. Ich kann, weil mich Lord Marek offensichtlich dazu zwingt, ihn in meinem Dings zu haben... Also hat er sich reingezwängt, oder was? Genau. Ich würde dich, wenn das okay ist, würde ich dich einmal stellvertretend als Admiral reinsetzen, den töten und sobald es frei wird, würde ich dich hochschieben. Ja, ja. Freilich. Wenn das für dich okay ist. Freilich. Keiner an Lord Hosters Hof kann ein Knappe werden. Ist der schon in Knappenausbildung? Glaube nicht. Doch, der hat schon einen Ritter. Hat er schon einen? Ja, ja. Ich krieg den leider nicht getötet. Also ich habe da nur 22%. Ja. Das müsstest du dann tun. Ja, ich kann. Ihr habt 5% Wahrscheinlichkeit, also fast, ja, sehr schlecht. Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Soll es sich ergeben jetzt in der nächsten Zeit, dass der irgendwie trotzdem noch frei wird? Ja. Komme ich noch mit drauf zurück. Ansonsten würde ich sagen, müssen wir es halt ohne den machen. Jawohl. Großartig, dann seid ihr auch entlassen. Dann ist das ja extrem gut gelaufen. Die Problematik ist halt tatsächlich, dass... Ja, Arryn macht mir Sorgen. Arryn hat die, aber der ist halt schon alt. Der löst sich von sich. Robert macht mir auch Sorgen. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, den getötet zu bekommen, geht halt gegen gar nichts leider. Also da habe ich wirklich gar keine Möglichkeit, irgendwie ranzukommen. Da ist die Chance ein bisschen höher, aber auch nicht so richtig. Kriege ich den weg? Das Risiko ist halt super hoch, dass der Komplott halt auffliegt. Ne? Das ist halt so ein bisschen die Geschichte. So. Was ich auf jeden Fall auch mache, ist, ich werde einmal zur Eisernen Bank gehen und einen Kredit aufnehmen, damit ich ein großes Fest in Königsmund feiern kann. Und ich habe zu viele Herzogtümer, was nicht so gut ist für mich. Wie ich fürchte, als nächstes kommt. Aber in Lyanna ruht die Hoffnung. In unserem Kind brennt ein Feuer, das sich dem drohenden Eis entgegenstellt. Oh, du Scheiße. Oh Gott, mein Pop-up ist gerade... Welch schöner Ratsraum, hier ist es fein, so schenkt mir ein. Mein Pop-up ist auch abgehauen und sie ist gestorben. Eine Out-of-Character-Information an alle. Ich habe ein Pop-up bekommen, das instant weggegangen ist, also weggebackt ist mit Lyanna. Das heißt, ich konnte es leider nicht lesen, aber sie ist gestorben. Ich habe keine Ahnung, was ich an Informationen habe oder nicht habe.
Ich weiß nur, dass sie RIP ist. Oh, oh. Gib das mal so weiter. Optimal auf jeden Fall. Ja, für mich schon. Sie ist nie aufgetaucht. Niemand weiß, wo sie eigentlich war, aber jetzt ist sie tot. Ja, nice. Ja, aber es weiß auch niemand, dass sie tot ist. Also das darf ja eigentlich auch niemand wissen. Weil es findet, keiner weiß, wo sie ist. Und keiner von denen war beim Turm, außer halt ich. Das heißt, at this point weiß nur ich, dass sie tot ist. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ups. Also das wäre vielleicht wichtig, auch an die Kutscher, die gerade da sind, das vielleicht einmal abzuklären mit den anderen. Weil es hieß halt, starb im Kindsbett. Ich glaube, es dürfte jetzt eigentlich niemand außer mir die Information haben, dass sie gestorben ist, oder? Weil niemand war ja sonst beim Turm und niemand hat sie gefunden. Sie ist jetzt einfach weg. Entschuldigung, Karl. Ja, ich frage gerade, wie wir das jetzt ausspielen, Roleplay. Genau. Ich hatte jetzt schon auch eine Idee gehabt, OOC, was vielleicht auch dem Event, also was Spannung bringen könnte. OOC gesprochen hatten ja sowieso schon Eddard Hinweise gehabt, dass in Dorne Lyanna sein könnte, dass sie dort schon suchen tatsächlich. Und meine Idee wäre gewesen, dass er entweder, das kannst du ja vielleicht ein bisschen entscheiden, dein Charakter war ja, glaube ich, vorher dort, dass er entweder noch sie tot findet, aber Rhaegar und die Targaryen-Wachen sind schon weg, oder dass er vielleicht nur noch Blutspuren findet und sich dadurch vielleicht was erschließen könnte. Ich weiß nicht, wie es dir lieber ist. Ich fände es nur ganz spannend, wenn Eddard irgendwie schon den Ort findet, wo sie war und irgendwie herausfindet, dass sie dort gestorben ist, aber halt ihm auch ein paar Hintergründe fehlen, die du dann vielleicht irgendwann noch liefern könntest in einem spannenden RP. Ich sage, ich habe genug spannendes RP auch im Hintergrund aufgebaut, von dem ihr alle noch nichts mitbekommen habt, dass das Reich sowieso komplett destabilisieren wird. Also, dass ihr das schon mal wisst. Aber ja, macht Sinn. Nur, also, die Überlegung, halt ich halt... Stark-Story sehr ja, spannend. Ja, genau. Ja. Nee, auf jeden Fall. Also, ich glaube, es ist ganz gut, wenn Rhaegar Targaryen und auch die Targaryen-Wachen dort nicht aufzufinden sind, weil sonst ist es halt quasi... Aber was wir sie dann noch... Also finden wir ihren Leichnam oder nur Blut? Was ist, wenn man das quasi in einer romantischer, richtigeren Geschichte macht und sagt, man findet ihr Grab? Weil das würde in der Nähe des Turms ihr Grab. Weil das würde ja eigentlich am meisten Sinn machen. Weil, das könnten wir machen. Und wir können es ja interpretieren, wie wir wollen. Genau, und ihr könnt interpretieren, wie ihr wollt. Aber ich glaube, das würde... Roleplay-technisch vom Verständnis am meisten Sinn machen, dass er sich vergrabt, genau, vergräbt. Ja, das finde ich gut. Dann finden wir den Turm, finden da ein paar Hinweise und finden dann aber in der Nähe ein frisch ausgehobenes Grab. Genau, und vielleicht irgendwie Blumen drauf oder sowas. Ja, perfekt. Cool. Noch irgendein Hinweis, dass wir eventuell auf Rhaegar kommen können, oder? Ich meine, ich weiß nicht, was man nutzen könnte, was es halt nicht komplett eindeutig macht, ne? Und die Vermutung ist ja so. Aber ich glaube, es reicht auch so schon mit möglichen Verdächtigungen und so. Nee, das ist im Roleplay genauso. Ich freue mich schon, darauf geköpft zu werden. Ja, das wird alles sehr spannend werden. Okay, perfekt. Dann haben wir das geklärt. Dann können. Möchtest du hier hin? Ranger, bist du schon so weit, dass wir im RP fortsetzen können? Dann gehen wir. Ich habe mir gerade mit Lord Lannister eine Kutsche geteilt. Das war spaßig. Ich beginne mit den Neuigkeiten aus Dorne. Mit den älteren, nicht den neuesten. An der Grenze zu Dorne steht der Turm der Freude. Und eben in diesem Turm hatte sich Lyanna Stark versteckt gehalten. Sie lag in den Venen, als sie gefunden wurde. Leider verstarb sie und auch das Kind und damit die Frage nach der Vaterschaft. Lyanna Stark ist gefunden, Lyanna Stark ist tot und auch das Kind, das sie in sich trug, ist dahingeschieden. Oh nein, welche Tragödie! Diese Tragödie ist doch kein Zufall. Sind wir nachgegangen. Lord Stark und meine Wenigkeit. Und was uns zugetragen wurde, ist alles andere als das, unter welchen Bedingungen wir unsere Treue geschworen haben, dem Königsthron. Die Targaryens haben sie dort in den Turm eingesperrt. Die Ritter in glänzender Rüstung mit den Drachen. Das ist das, was uns gesagt wurde. Und nun? Nun heißt es, niemand hätte sich an Lyanna gewagt. Niemand hätte sie geklaut. Lügen sind hier überall in diesen Königslanden. Darauf baut der Frieden auf. Millionen? Eure Worte erhalten. Möchtet ihr nicht erst einen Wein zu euch nehmen und euch beruhigen? Wenn sie mir jetzt ein Becher Wein in die Hand drücken, schwöre ich, schneide ich in die Kehle durch. Habt ihr denn Beweise gefunden? Oder? Nun, Eddard. Wir waren bei diesem Turm tatsächlich. Unsere eigenen Nachforschungen haben uns dorthin geführt. Und wir können wenigstens bestätigen, dass das Bett blutüberströmt war, was wir dort vorfanden. Und ich fand auch den kleinen Wehrholzbaum, den ich meiner Schwester vor all den Jahren geschnitzt hatte dort. Sie war auf jeden Fall in diesem Turm, was die Martells berichtet haben. Und unweit des Turms fanden wir ein recht frisch ausgehobenes Grab. Ich habe mich am Anfang schwer getan, aber Roberts Zutun, wir mussten es einfach wissen. Und
tatsächlich lag in diesem Grab meine Schwester, die ich nicht, ich wie meinen Vater, ich wie meinen Bruder nicht retten konnte. Und es lagen Blumen auf diesem Grab. Ein Zeichen, dass verdammt nochmal jemand, der wahrscheinlich sie liebte, der sie aus falschen Gründen liebte, die dort begraben haben müsste. Und es gab Zeugen, die angeblich glänzende Rüstungen, die der Königsgarde ähnlich sahen, dort in der Nähe des Turms gesichtet wurden. Ich kann selbst nicht mehr glauben, was mir gesagt wurde, aber alles, was ich gesehen habe, deutet nur auf eine Richtung hin. Auch die Informationen, die wir bekommen haben. Ein Ritter zusammen mit Targaryens, der von mehreren Augenzeugen gesehen wurde, als Lyanna entführt wurde. Ein ominöser Ritter, der vielleicht im Auftrag der Targaryens gehandelt hat. Ich weiß es nicht, aber es deutet so viel hin. Mehrere Berichte von verschiedenen Zeugen. Und es waren Targaryens beteiligt. Und Rhaegar, König Rhaegar, ihr habt beim Turnier von Harrenhal meiner Schwester Lyanna eure Gunst erwiesen. Ihr hattet es ursprünglich, als der Krieg begann, als eine nichtstuende Äußerung abgetan. Als etwas, was ihr nur einer schönen Frau widmet, egal wer sie ist. Haut mir in die Augen, Rhaegar. Mein König, sprecht einmal die Wahrheit zu einem Mann, der nur die Wahrheit spricht und dem Wahrheit wichtiger als alles anderes ist. Schaut mir in die Augen und sagt, dass ihr nicht verantwortlich seid, dass Lyanna in diesem Turm ist und dass sie dort gestorben ist. Ich habe davon gerade eben erst erfahren. Mein treuer Freund aus Dorne hat diese Information zutage getragen und hat sie hier geteilt, weil uns allen der Wunsch nach Wahrheit obliegt. Und so ist es mein Bedürfnis, persönlich zusammen mit dem Meister des Rechts, Hoster Tully, in den Norden zu reisen, um meinen Vater aufzusuchen und ihn zu fragen, ob denn etwas an den Geschehnissen, die ihr hier beschreibt, wahr sein könnte. Als Meister des Rechtes schließe ich mich natürlich diesem Vorschlag an, damit die Wahrheit aufgedeckt wird, damit wir erfahren, was tatsächlich geschehen ist. Sei natürlich auch mein herzlichstes Beileid ausgesprochen, mein lieber Freund Eddard. Und wir werden alles Mögliche tun, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Aber jetzt gibt es ein paar Unstimmigkeiten. Aerys wird sicher nicht von der Mauer irgendwelche Ritter nach Dorne befohlen haben konnten, die jetzt aktuell dort gewesen sein müssen. Mir scheint das wie ein kleines Ablenkungsmanöver zu sein. Eine Hinhaltetaktik. Bin nicht richtig überzeugt, dass... Aber wer soll sonst Targaryen-Wachen befehligen? Wie ihr sagt, wenn der ehemalige König doch schon längst auf der Mauer ist. Ja. Der Teil der Geschichte kommt mir merkwürdig vor an dieser Stelle. Wer hat Lyanna dort begraben, frage ich euch. Habe ich das richtig verstanden? Kindbett gestorben ist, Martell? Sie starb im Kindbett, ja. Sie war schwanger? Sie trug ein Kind unter dem Herzen. Ja, das wird sicher auch nicht von der Mauer aus möglich geworden sein. Gewesen sein. Aber sie war ja schon viel länger in Gefangenschaft angeblich. Und nicht erst seitdem der irre König an der Mauer ist. Sie ist ja schon viel länger verschollen. Sie ist doch seit Monaten verschollen. Ja. In den Wirren des Krieges können sich Aerys Treue immer noch in jeglichen Ecken des Landes versteckt halten und seinen irren Plan weiter durchführen. Aus welchem Grund sollte der irre König das getan haben? Aus welchem Grund hat der irre König Menschen verbrannt? Das ist doch der Grund, warum wir ihn des Thrones enthoben haben. Das ist doch der Grund, warum der wahre Drache und der wahre König den Frieden gebracht haben. War ich nicht gut und gerecht und ehrlich zu euch? Habe ich nicht die Wahrheit gesprochen? Lasst doch den König sprechen, so wie ich euch sprechen habe lassen, obwohl ihr mich schon wieder dieser Barbarei bezichtigt. Habt ihr mir nicht die Treue geschworen? Habe ich nicht versprochen, aufzuklären? Habe ich nicht Hoster Tully aus dem Hause Tully zum Meister des Rechts ernannt, um ihm die Möglichkeit zu geben, Recht zu sprechen? Habe ich mich irgendwo dagegen gewehrt, Aufklärung in das Königsland zu bringen? Warum hätte ich den Mann, der die Lady Stark gesucht hat, zum Meister des Rechts machen sollen, wenn ich denn selbst darin verwoben geworden wäre? Nur ein Narr würde das tun. Ihr sprecht von Aufklärung, mein König. Nun denn, lasst uns Aufklärung betreiben. Ich würde gerne mit jedem einzelnen Königsgardisten der Garde Eurer Majestät sprechen, um
auszuschließen, dass auch nur einer von ihnen eventuell von diesen Menschen im Süden... Lord Stark, meine Geduld ist mäßig. Ihr seid der Lord des Nordens, ihr seid nicht der König im Königslande. Euch steht es nicht zu, die Königsgarde auszufragen und die Sicherheit der Königsfamilie damit zu gefährden. Das sind Informationen, die euch nicht zustehen. Ihr seid nicht Teil des Kleinen Rats. Der Kleine Rat hat versprochen, im Namen des Königs für Gerechtigkeit und Aufklärung zu sorgen. Und das wird er tun. Der Kleine Rat wird seiner Aufgabe nachkommen. Und ihr werdet eurer Aufgabe nachkommen, dem Königshaus und dem Kleinen Rat zu vertrauen, so wie ihr mir die Treue geschworen habt. Wir haben die Treue geschworen hinter dem Hintergrund, dass sie nichts damit zu tun hätten, dass sie verschollen ist. Sie ist im Kindbett gestorben. Der irre König ist seit Jahren schon nicht mehr auf dem Thron selbst drauf. Die Königsgarde ist dort unterwegs. Irgendwelche Irren, die noch Eris folgen sollten, wie der Dorne dort sagt. Das ist doch eine Lüge, ein Lügenkonstrukt, das sich hier ergibt. Überall höre ich Targaryen, Targaryen. Der erste Krieg ist schon vonstatten gegangen, weil es hieß, dass die Targaryens und der Sohn von Targaryen irgendwo mit Lyanna was zu tun hätten. Und jetzt werden die Beweise verdichten sich immer und immer mehr. Und hier ein ganzer Haufen von Königen, das funktioniert die nicht bei den in der Hose haben, leider. Um sich gegen Unrecht also zu erheben. Passt von der Timeline nicht. Dessen einfach wieder nur einem irren König, dem Zweiten, zuhören. Das ist es. Und jetzt sagen die Lord nach dem Krieg gestorben. Wenn auf einmal der König mit den Hüter des Rechts bis zur Mauer gehen möchte, um einen jahrelang abgedankten König zuzuhören. Ich muss ganz kurz ins OOC gehen, weil wir haben den Timeline-Fehler. Sie ist unmittelbar nach dem Krieg gestorben, nicht Jahre danach. Die Leiche müsste seit Jahren verschachert sein. Das geht von und hinten nicht auf. Ich war ja direkt nach dem Krieg dort und habe sie begraben. Das heißt, diese Jahresgeschichte, die gerade aufgebaut ist, dagegen kann ich nichts machen, weil die inhaltlich nicht aufgeht. Also außer ich bin komplett lost im Kopf, aber... Oder bin ich gerade völlig verwirrt, weil das Event war ja direkt... Der Krieg war ja zwischen uns nach Erreger und der Rebellion und... Eris war schon im Gefängnis. Das sind ein paar Monate. Das sind ein paar Monate und ihr habt Jahre danach jetzt die Leiche gefunden und ihr könnt nicht das Wissen haben, in welchem Datum sie gestorben ist. Wir sind im Mittelalter und ihr habt eine verschacherte Leiche gefunden. Also das so festzulegen, finde ich hart. Ja, da vielleicht OOC, wir sind ja auch nur von der Spielmechanik abhängig. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir erst Jahre danach eine Leiche, die dann nicht mal mehr erkennbar ist, gefunden haben. Wir müssen ja davon ausgehen, der Krieg endet. Träger muss ja da auch irgendwie hinreisen, auch das dauert Zeit. Und wir hatten ja die Absicht, relativ schnell auch dorthin zu reisen. Also ich hätte es im Roleplay so gesehen, dass wir wirklich nur einige Tage, vielleicht eine Woche oder so nach Träger dort ankommen. Es bedingt, dass wir das Spiel laufen lassen müssen, dass wir jetzt erst natürlich, also es ist auch nicht für uns Jahre her, dass wir die gefunden haben. Also meiner Ansicht nach sind wir schon auch nur einige Zeit nach Räger dort auf. Okay, dann ist aber der irre König auch nicht seit Jahren. Moment mal, Shurioka, ich muss dich kurz unterbrechen, weil ich muss Gaius in einer Sache auch noch ergänzen, weil die Welt von Game of Thrones ist tatsächlich sehr gut mit ihrer Datenerhaltung. Die Maester haben in der Zitadelle, die dokumentieren alles. Die wissen schon, wann welches Datum das ist. Nee, aber es geht um die Leiche. Also man hätte ja die Aufklärung. Das nicht, genau das nicht, aber man könnte trotzdem aufklären, wann es gewesen wäre, weil die Datenklärung halt durchaus gut zurückreicht. Das wollte ich nur sagen. Also ich habe noch eine Leiche gehabt, wo ich die Hände und Ähnliches sehen konnte. Das ist halt das, woran ich mich orientieren muss. Ja, man muss auch gucken, Lyanna, also wie gesagt, um zu erkennen, dass es ja Lyanna Stark ist, da hab's aufgeklärt, da liegt genau, sie. Genau, also so. Davon bin ich jetzt einfach mal ausgegangen, dass sie ja, noch nicht so lange hin war, dass sie dort begraben war. Okay, dann nehme ich das so und spiele das so aus. Ich war nur super verwirrt, weil für mich war es irgendwie so ein, der ist seit Jahren da oben, sie ist gerade erst gestorben, aber sie war schwanger, sie kann nicht jahrelang schwanger gewesen sein. Ich bin völlig verwirrt, hä? In welcher Timeline sind wir gerade? Aber dann nehme ich das so. Genau. Was mich betrifft, will ich nur hier weg. Ich habe Lyannas Leichnam aufbahren lassen und werde sie in die Gruft von Winterfell bringen, wo sie hingehört. Und ich werde sofort mit ihr nach Winterfell aufbrechen. Mir ist es nicht danach, jetzt ein Turnier hier zu sehen. Verzeiht mir, Lords und Ladies, ich muss mir über so vieles Gedanken machen. Ich begleite dich, Eddard, denn ich möchte auch kein Turnier der Ehre sehen, wenn hier solche Schwüre im Raum stehen. Mich überzeugt die Reise an die Mauer
gar nicht. Alles, was ich gehört habe, klingt nicht danach. Aber ich vertraue Freund Tully, dass er hier Recht untersuchen wird. Nun, als Meister des Rechtes ist es natürlich meine Aufgabe, hier um Aufklärung bemüht zu sein. Und natürlich all meine Freunde und Bekannten können auf mich zählen. Und ich habe geschworen, mich für das Recht in Westeros einzusetzen. Und so gilt das natürlich auch der verschiedenen Lyanna Stark. Ich bin als König enttäuscht. So schnell ist ein Schwur gebrochen. So schnell ist Treue vergessen. Ich weiß zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht, was ich sagen soll. Diese Ungeheuerlichkeit, die mir hier schon wieder unterstellt wird, obwohl ich doch alles gemacht habe, um ehrlichen Frieden nach Westeros zu bringen. Wie seht ihr das, Lannister, als Hand der des Königs? Ich bekam nur die Hälfte der Rede. Lannister? Mittlich bin ich der Meinung, ja. Ihr wart bei mir gerade stotternd, nur bei mir? Ja, es scheint bei mir gerade, ich starte das Rabenprogramm neu. Scheint hier gerade nicht ganz zu wollen. Moment. Das wird der nächste Krieg. Und je nachdem, was für eine Haarfarbe das Kind von Cersei hat. In der Zwischenzeit, mein König, ich möchte an dieser Stelle allerdings auch noch anmerken, man muss vielleicht auch ein wenig nachsichtig in diesem Moment sein, nachdem beide erfahren haben, was für eine Tragödie sich abgespielt zu schienen hat, scheint hat. Deutsch ist nicht mehr so wirklich meine Muttersprache heutzutage. Dass die beiden natürlich jetzt in schwerer Trauer liegen und vielleicht dadurch auch hingerissen werden zu Aussagen, die sie womöglich am nächsten Tag bereits bereuen. Ich würde vorschlagen, dann ein wenig abzuwarten, urteilend über die beiden auch zu denken. Wut. Es ist in der Tat, muss es sie schwer getroffen haben. Unser aller Priorität hier muss die Wahrung von Ordnung und Frieden bleiben. Es ist eine Tragödie, was sich mit der jungen Stark ereignet hat. Davon zu leichtfertige Schlüsse zu ziehen, bevor überhaupt ein ernsthaftes Bestreben der Aufklärung, wie es die Krone versprach und in Aussicht stellte, begangen wurde, wäre nichts als Unsinn. So scheint es mir, dass wir weiterhin den Pfad des Rechts verfolgen sollten und gleichermaßen das Königreich darauf vorbereiten sollten, dass eine weitere gefühlsgesteuerte Handlung aus der gleichen Ecke kommt, wie sie bereits zuletzt das Reich in Blutvergießen stieß. Nicht, dass ich dies herbeiführen möchte, im Gegenteil, Frieden ist Wohlstand. Doch nur ein Narr ist nicht vorbereitet auf die Eventualität. Der Meister der Kasse hat sicher schon Vorbereitungen getroffen, so talentiert wie er ist. Hör ich da etwas Spott aus eurer Stimme, John Arryn? Aber nein. Ich verstehe Wut und Zorn, ich verstehe Emotionalität, aber waren es nicht die Schwächen jener, die nun wieder aus Emotionalität heraus handeln, die unser Land überhaupt einst erst in Krieg gebracht haben? Und war es nicht unsere alle Vernunft und Ruhe und unser Wohlwollen, um hier Frieden zu bringen, der das trotz der Handlungen des Hauses Stark und des Hauses Baratheon geschafft hat, die nun wieder zunichte gemacht werden? Ich verstehe Wut und ich verstehe Frust, aber dies darf nicht an dem König ausgelassen werden. Bin ich denn nicht der König? Ja, und die Treue gilt weiterhin. Ich spreche jetzt für die beiden. Ich werde alles dafür tun, dass sie keine Kurzschlussreaktion leisten. Aber meine Frage geht in Richtung an den Meister des Rechtes. Wem seid ihr zuerst verpflichtet? Dem Recht oder dem König? Ich muss an dieser Stelle intervenieren. Diese Frage Lord ist formuliert, als würden sie bereits, würdet ihr das bereits davon ausgehen, dass der König nicht im Recht stünde. Und entschuldigt bitte, aber habe ich das richtig so verstanden? Nein. Aber der Verdacht... Habt ihr gerade den König des Missverständnisses und damit der Dummheit bezichtigt? Keinesfalls der Dummheit. So weit würde ich nie gehen. Aber der Verdacht steht im Raum. Wir wissen, dass Targaryens, das Ritter der Targaryens, dort waren. Das heißt, sie müssen dort... Das wissen wir nicht. Das ist eine Vermutung von zwei Männern, die bereits in der Vergangenheit Krieg über das Land gebracht haben. Stellt ihr deren Wort über meines... Nachdem ihr das Recht und den König entzweit habt in eurer Aussage und nun auch noch unterstellt, es wäre nicht Dummheit des Königs, die dazu führt, sondern womöglich List? Ich stelle nicht ihr Wort über
eures, aber ihr habt ja selber gesagt, dass ihr nicht wisst, was dort geschehen ist. Das heißt, wir haben nur diesen einen Hinweis und ihr habt ja ebenfalls gesagt, dass ihr recherchieren wollt, dass weitere Ermittlungen folgen wollen, das unterstütze ich. Aber Ermittlungen müssen offen sein. Und ihr seid ein Targaryen und insofern müssen Ermittlungen in alle Richtungen geführt werden. Ich bin der Targaryen, der Frieden gebracht hat. Ich bin der Targaryen, der wahre Drache, der den irren König bezwungen hat, um euch allen Frieden zu bringen. Ich bin der Targaryen, der, wenn es notwendig ist, sich dagegen richtet, auch wenn der Schaden aus dem Hause des Targaryen kommt. Wie viele von euch hätten die Größe, sich gegen das eigene Haus zu richten, um Frieden und Wohlstand für alle zu bringen? Also, hoch wie die Ehre. Unser Haus würde ebenso handeln. Und ich gehe davon aus, dass jeder gute Herrscher zuerst das Recht und das Reich sieht und dann die Familie. Ist das so, Arryn? Oder wart ihr nicht der Ziehvater von Robert Baratheon und Eddard Stark und seid so in einer gewissen Weise verwandtschaftlich verbrüdert mit den beiden, die ihr so vor dem König, vor eurem König verteidigt? Die Traube fällt nie weit von der Rebe. Natürlich, das ist es, das ist auch so. Und wir haben ja auch gehandelt, als der König sich als irre erwiesen hat. Und wir werden Vernunft walten lassen und Geduld walten lassen, wenn es jetzt nicht der Fall sein sollte. Aber ich plädiere ja nur dafür, dass die Ermittlungen offen und unter Beteiligung von allen Parteien erfolgen müssen. Und wenn das zugesichert wird, dann kann ich die beiden mit Sicherheit auch vor dem Schlimmen zurückhalten. Nun, wenn ich an dieser Stelle ins Wort fallen darf, um vielleicht auch auf die Folgefrage auch noch kurz einzugehen. Aber vorab, gegen den König. Natürlich sollte eine solche Untersuchung auch öffentlich stattfinden. Schließlich liegt es doch allen der hier Versammelten ganz stark daran, dass das Geheimnis auch gelüftet wird, was passiert ist. Nun, es ist allerdings auch auf der anderen Seite nur schwer möglich, dass wir alle gemeinsam von A nach B reisen, um dort auch wirklich die Untersuchungen einzuleiten und gewisse Erfahrungen zu sammeln. Insofern ist es auch nur notwendig, dass kleine Abgesandte bzw. einzelne Personen ihre Informationen einholen. Oder mit Verlaub, ich denke, auch das Grüne Tal wird den Herrscher auch eines Tages wieder zu Hause zu Gesicht bekommen müssen. Endlich, deswegen ja meine Frage an euch, denn es geht darum, ob wir Vertrauen haben können, dass wir müssen die alle köpfen. Sozusagen auch die Interessen aller mitvertreten bei diesen Untersuchungen. Lieber John Arryn, du bist verlobt, nicht nur verlobt, du bist verheiratet mit meiner Tochter. Wir sind sozusagen miteinander verwandt. So wie ich auch mit dem Haus Stark verwandt bin. Und ich denke, wir haben in der Vergangenheit schon gemeinsam einiges durcherlebt. Und ich denke, ich konnte mich schon einige Male auch beweisen, als aufrichtiger Mann für die wahre und gute Sache mich einzusetzen. Und es liegt mir nichts ferner, als hier in irgendeiner Art und Weise Partei zu ergreifen, voreilige Schlüsse zu ziehen oder auch eventuell gewisse Dinge zu verheimlichen. Ganz im Gegenteil, meine Aufgabe als Meister des Rechts ist es, das Recht walten zu lassen. Und um jetzt auf das einzugehen, was vorhin die mit Verlaub unter Freunden etwas dreiste Frage an unseren König eben auch gerichtet war, wie denn nun meine Positionierung in dieser Sache ist, ob ich zuerst vor dem Recht mich beuge oder vor dem König. Da möchte ich an dieser Stelle nur anmerken, dass als ich zum Meister des Rechtes gewählt wurde, habe ich das Amt angenommen unter der Voraussetzung, dass wenn ich erkenne, dass der König Unrecht spricht, ich auch ein solches auch nach außen hin sichtbar machen werde. Und dieses Recht wurde mir auch wohlwollend auch zugestimmt bzw. bewilligt. Das heißt, natürlich, wenn ich an dieser Stelle so sagen darf, in erster Linie ist es das Recht, vor dem ich mich beuge. Nun gut, dann ist ja die Antwort klar. Dann soll es so sein. Und wir werden uns gedulden. Meine Frage war auch nie an den König gerichtet, sondern an euch. Und ihr habt die Frage vollumfänglich beantwortet. Vielen Dank. Ich werde mich aus diesem Turnier zurückziehen. Es gibt an diesem traurigen Tag nichts zu feiern und nichts zu zelebrieren.
Ich werde die Festlichkeiten absagen lassen und in den Morgenstunden meine Reise an die Mauer antreten. Entschuldigt mich. Davor, Eure Majestät, hätte ich noch ein wichtiges Anliegen unter vier Augen. Die Hand des Königs? So soll es sein. Jawohl. Alter, ich habe das Gefühl, mein Kopf ist schon mehr ab, als er noch dran ist. Eure Majestät, bringe ein kompliziertes, aber möglicherweise erbauliches Thema zu euch. Wir sprachen letztes Mal über meine Wünsche für meine Dynastie und vor allem meine störrische Tochter, die sich weigerte, einen ihr angemessenen Mann zu nehmen. Nun zuletzt führte ich ein ernsthaftes Gespräch mit ihr und bekam von ihr gestanden, Eure Majestät, dass sie bereits einen solchen Mann gefunden hat in euch, Eure Majestät, den sie als ihren Seelengefährten und den Vater ihres Kindes bezeichnet, Eure Majestät. Ich verstehe nicht. Ich sehe es vor mir, schwarz auf weiß, erzählte sie mir, zu meinen Affären gehört König Rhaegar Targaryen und sie malte ein rosa Herz für Seelengefährte neben euren Namen. Es tut mir leid. Ich brauche zwei Sekunden. Eure Majestät? Ich möchte an dieser Stelle anmerken, dass obgleich dies natürlich viele potenzielle Probleme mit sich bringt, ich dieser Verbindung nicht im Prinzip abgeneigt bin. Gott. Und der Meinung bin, ihr habt damit deutlich besseren Geschmack bewiesen als mit eurer aktuellen Gemahlin, die ja nicht auf immer eure Gemahlin sein muss. Ist das so? Was wollt ihr damit sagen? Wer bin ich, der Liebe von zwei Seelengefährten im Wege zu stehen, Eure Majestät? Folgt eurem Herzen, Eure Majestät. Im Lichte der heutigen Stunde ist das wahrlich schwer zu verdauen, was ihr hier hervorbringt. Soeben wurde das Kind geboren, Eure Majestät. Habt ihr einen Namenswunsch, Eure Majestät? Es sieht doch aus wie ein kleiner Löwe. Ich denke, euch obliegt die Namensgebung. Besser. Warum nennen wir es nicht Aegon? Sagt Eure Majestät, wie sind eure Gefühle bezüglich meiner Tochter und bezüglich eurer Ehefrau? Die Liebe ist unergründlich und schwierig, wie ihr bestimmt selber auch wisst. In der Tat. Ich liebe eure Tochter und dennoch liegt mir nichts ferner, als meine Frau Lady Martell so zu beschämen und so zu beschmutzen. Wäre es eine andere Welt, in der ich nicht an sie gebunden wäre, so würde ich mit freudiger Zustimmung Cersei Lannister als meine Königin in Erwägung ziehen. Und wärt ihr nicht mehr an Prinzessin Elia gebunden? Ihr versteht bestimmt, dass das eine komplexe Situation auch für die Sicherheit des Reiches ist, wenn solche Informationen und Gespräche in der momentanen Zeit an die falschen Ohren geraten. Das ist absolut verständlich, Eure Majestät. Und Dorne ist ein Bündnispartner, den wir so dringend benötigen für die Ruhe und den Frieden. So ist es mir... Also ich bin gestorben, Eure Majestät. Wer ist gestorben? Euer Vater, Eure Majestät. War es wohl doch zu kalt im Norden? Ich bekomme einen Text, dass dies der schönste Tag meines Lebens ist. Ist er wohl in seinem Irrsinn zu knapp an dem Rand der Mauer gelaufen? Wahrlich ein tragischer Tag für Westeros. Nun, Lannister, ihr seid ein kluger Mann. Was denkt ihr? Wie viele Jahre müssten ins Lande gehen, bis ich den jungen Löwen legitimieren dürfte, ohne dass es uns in den Krieg stürzt? Nun! Ihr wisst, dass das nicht der Zeitpunkt ist. Es ist wahrlich nicht der Zeitpunkt. Es ist wahrlich nicht der Zeitpunkt. Doch, wie steht ihr zu dem Vorschlag, die Situation so wie sie ist beizubehalten, allerdings euch und eurem Enkel das Recht über den Norden zu herrschen, als Wächter des Norden und des Westen zuzugestehen? Ihr geht also bereits davon aus, dass die Starks gegen uns in den Krieg ziehen werden? Ich mag jung sein, aber nicht naiv. Ja, für wahr. Dies klingt trefflich für mich. Und nehme ich aus eurem Munde mit, dass ihr
doch zumindest gerne in einer Welt, einer anderen Welt leben würdet, wo ihr meine Tochter heiraten könntet? Das sind schwierige Worte, die ihr hier spricht. Und ein Mann kann doch träumen, mein Prinz. Was dann ein älterer, zynischerer Mann daraus macht, ist ja gänzlich dessen Schuld und Problem. Lannister, ich bin kein Prinz, ich bin ein König. Ich habe keine Zeit zu träumen. Ich lebe im Hier und Jetzt und ich lebe so, wie ich im Jetzt kann. Ich habe keine Zeit, darüber nachzudenken, was ich tun würde, wenn Dinge anders wären. So sei es, Eure Majestät. Dann werden wir in der Zukunft noch einmal sprechen über diese Situation und diese wunderschöne Liebe. Achtet auf eure Zunge. Das kann uns beide den Kopf kosten. Ich hoffe, ihr wisst das. Ich bin mir dessen sehr bewusst, Eure Majestät. Ihr seid damit entlassen. Lebt wohl, Eure Majestät. Ach, scheiße. Ach, ich bin gerade 100 Tode gestorben. Werter Kutscher, entsendet meinen dornischen Freund. Es sind traurige Zeiten, aber es gibt ein Verlöbnis. Das sollte passen, denn uns erreicht die Nachricht, dass der Herr Mattel mit Ihnen eine Audienz haben möchte. Oh, die ist schon wieder schwanger. Oh Gott, die ist schon wieder schwanger. Oh mein Gott. Diese Avance mit Cersei Lannister wird mich meinen Kopf kosten. I fucking swear to God, das wird mich meinen Kopf kosten. Wie alt ist denn eigentlich die junge Sansa? Hallo Shurioka, darf ich dich kurz mal was fragen? Ja. Bezüglich der Ermittlungen, die ja dein werter Meister des Rechts machen soll. Ja. Wenn es dort zu einer Befragung der Königsgardisten kommen sollte, ob nun von dir gebilligt oder nicht, wenn es dazu kommen sollte, wäre es denn für dich in Ordnung, dass einer der Kutscher oder ich diese dann verkörpert und eine Aussage tätigt? Ja. Wunderbar, ich danke vielmals. Ich werde sterben. Ich werde sowas von sterben. Ah, ich habe vergessen, zu würfeln. Ihr müsst mich daran erinnern, dass wir die Eigenschaften der Targaryens zufällig machen. Aber ich fand, religiöser Eiferer passt in der aktuellen Situation doch ganz gut. Oh mein Gott. Es ist der kleine Aegon. Ne? Wir schicken... Gerne. ...meine einzig vertrauensvolle Seele aus diesem Reich voller Lügner. Ich tue mein Bestes, Ihnen immer weiterhin gut zu dienen. Ich komme diesmal tatsächlich als Bittsteller zu Ihnen, da das große Fest abgesagt wurde und die Bekanntmachung der Vermählung mit eurem Bruder und meiner Nichte Ariane noch nicht öffentlich bekannt wurde, wollte ich fragen, ob es dann in Ordnung wäre, diese Bekanntmachung später, zu einem späteren Zeitpunkt zu machen, aber dass wir diese Vermählung schon mal mit Brief und Siegel vollführen wollen. Das ist wundervoll. In der gleichen Hoffnung war es mir ein Bedürfnis, auch mit euch zu sprechen. Ich denke, im Anbetracht der Situation in Westeros wäre es auch äußerst geschmacklos, zum jetzigen Zeitpunkt die anderen Lords und Ladies damit zu überfordern. Aber ich denke, dass es dennoch wichtig für die Sicherheit und die Zukunft und den Frieden in diesem Land ist, diese Bande fortzuführen. Gerade da sowohl Lady Ariane als auch Viserys in heiratsfähigem Alter sind. Wohl wahr, ja. Mir liegen noch zwei weitere Punkte vor, die ich ganz gerne mit Ihnen besprechen würde in diesem vertrauensvollen Umfeld. Und zwar, das erste Anliegen ist persönlicher Natur. Durch die militärischen Auseinandersetzungen der letzten Rebellion von Robert dem Rebellen und Eddard, dem ewig Verspäteten, sind viele Finanzmittel in Dorne erschöpft und wir schwelgen in großer finanzieller Not. Ich wollte fragen, ob vielleicht 200 Münzen oder sowas unsere finanzielle Not etwas aufbessern könnte aus der Staatskasse. Ich bin mir da nicht ganz sicher, wie weit der Meister der Münze da einen Überblick hat und ob das überhaupt machbar wäre, da sie auch große Kosten hatten. Selbstverständlich, ihr seid... Ich möchte nicht, dass das Haus Martell in finanzieller Not gerät für die Treue und die Ehrlichkeit. Ich würde alsbald die Briefe losschicken und im gleichen Atemzug auch die finanzielle Aufbesserung ermöglichen. Wunderbar. Ein weiteres Anliegen politischer Natur habe ich noch. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Quelon, der Quergeist, dahingeschieden ist, einstiger König der Eiseninseln. Nun sitzt Balon, der Neunte, auf seinem Thron, auf dem Salzthron. Er ist nicht unbedingt bekannt dafür,
ein Feindgeist zu sein. Er ist ein Grobian, ein Sturkopf und ein wahrhaftiger Räuber und Plünderer. Ich denke, dass wir tunlichst daran gelegen sind, Gespräche mit den Eisenmännern zu führen, vielleicht einen eurer des kleinen Rates zu schicken. Eure Hoheit, glaube ich, müsste nicht diesen langen Weg gehen. Ihr habt viel Besseres zu tun in Königsmund. Ja. Aber dass dort abgeklärt wird, inwieweit sich da noch an den Verträgen, die geschlossen wurden, gehalten werden, oder ob wir dort militärisch einen gemeinsamen äußeren Feind schaffen, um vielleicht die Einheit des Landes zu sichern. Es bietet sich also auch eine Chance der Einheitsbildung gegen einen äußeren Feind. Ich werde die Hand des Königs höchstpersönlich schicken. Ich denke, okay, das ist angebracht. Ich danke euch für euer scharfes Auge. Ja. Könntet ihr euch vorstellen, die Hand des Königs zu begleiten für diese wichtigen Gespräche und mir auch Report darüber zu geben, wie diese Gespräche verlaufen? Ich vertraue euch am meisten von allen in Westeros. Ich hoffe, ihr wisst das. Ich fühle mich geehrt. Hinsichtlich dem Umgang mit den widerspenstigen Rebellen, den Baratheons, Arryns und auch Starks, die Tullys haben sich ja inzwischen etwas gemäßigter gezeigt, zumindest schien es mir so. Scheint es mir, dass von, vielleicht nicht zum aktuellen Zeitpunkt würde es vielleicht die Situation zuspitzen, aber sie sollten eine Huldigung gegenüber euch und den Schwur erneuern und zwar vor versammelter Mannschaft zu gegebener Zeit, lieber früher als später, damit wir sicher gehen können, dass dort nicht eine weitere Rebellion entsteht. Sollten sie sich weigern, müssen wir sie als Rebellen erachten und müssen diesmal eisern mit Stumpf und Stiel herausreißen, was diese Häuser nicht verstehen wollen. Ja, ihr sprecht weise Worte. Ich habe gut getan, euch in meinen vertrauten Kreis aufzunehmen. Ich denke, ihr habt recht, dass da eine gewisse Gefahr auf uns zukommt. Ich werde sofort, wenn ihr aufbrecht und die Hand des Königs Tywin Lannister mit euch nehmt, nach Hoster Tully rufen lassen. Denn ich wurde tatsächlich darüber in Kenntnis gesetzt, dass mein Vater in der Kälte des Nordens verstorben ist. Und ich gehe davon aus, dass diese Information noch mehr Unruhe nach Westeros bringen wird. Offensichtlich hat Robert Baratheon und auch Eddard Stark bereits jetzt vergessen, wie vernebelt der Kopf meines Vaters doch war. Er starb an mysteriösen Umständen, kam mir zu Ohren. Welch eine Schandtat. In all seinen Verfehlungen war er schließlich euer Vater. Ich will mir nicht anmaßen, dass irgendjemand daran Hand angelegt hätte. Aber ich sage mal so, es ist auch zu unserem Gunsten, dass er vielleicht das ein oder andere Geheimnis mit ins Grab genommen hat. Vielleicht wächst ja Gras über die Geschichte oder genau diese Information, wie sie sich schon ausmalen, bringt das Fass erneut zum Überlaufen. Wir müssen auf jeden Fall vorsichtig vorgehen. Ich denke, es ist sehr gefährlich, was ihr da sagt. In den Ohren der falschen Person könnte das furchtbar klingen. Prinzessin Ella wurde ermordet. Meine Frau, meine Liebe, das war der Baratheon. Das war die Rache von Eddard, von Baratheon, der nicht darüber hinweggekommen ist. Dieses Monster hat mir meine Frau genommen, aus Rache, weil er über die Stark nicht hinweggekommen ist. Das bedeutet Krieg. Kutscher, ruft nach allen Lords, die mir treu ergeben sind. Wir werden in den Krieg ziehen. Die Königin wurde ermordet von Robert Baratheon. Und ich werde erst ruhen, wenn er hängt. Ich werde alle Briefe aussenden. Meine arme Schwester, ermordet von diesen stürmischen Hunden. Ich werde danach Forschungen anstellen, um den Mörder eindeutig ausfindig zu machen. Aber den Umständen entsprechend sind die Sturmländer die, auf die wir unser Zorn richten müssen. Ich kann nicht glauben, was sie mir da angetan hat. Der Aufruhr muss warten. Wir müssen erst die inneren Angelegenheiten unseres Königsreichs begleichen. Wir müssen mit Balon Graufreud sprechen. Sein Vater hat mir geschworen, dass er den Thron schützen wird. Dann werde ich mich auf den Weg machen. Ich bin dafür, dass wir ein Gericht abhalten und Baratheon für seine Missetaten anklagen. Wir dürfen nicht in Barbarei verfallen. Recht muss gesprochen werden. Recht durch den Drachen muss gesprochen werden. Es reicht mit dieser Tyrannei im Norden. Und es reicht mit der Tyrannei in den Sturmlanden. Westeros hat Frieden verdient. Wir haben Frieden verdient. Und wir werden ihn erst bekommen,
wenn die Baratheons und die Starks zur Verantwortung gezogen wurden für ihre Barbarei. Ulvar, Räger, Erster seines Namens, Sieger des großen Turniers von Harrenhal, Retter des Königs, der Königslande, Bezwinger des Wahnsinns, lebender der Rache, Bezwinger des Friedens und Herr von Gnade. Lannister! Ich kam zu spät. Was sprach er? Lannister, wir befinden uns im Krieg. Im Krieg? Robert Baratheon hat meine Frau getötet. Sie ist gestorben. Monster. Er hat sich gerecht. Er hat sich gerecht daran, dass er mir, obwohl ich nichts getan habe, die Schuld an dem Tod der Stark zugeschoben hat. Und jetzt hat er seine Rache genommen an der wunderschönen Frau, an unserer Königin. Primitiv, wie er ist. Er hat unsere Königin getötet. Und wir können erst ruhen, wenn Baratheon und Stark für ihre Tyrannei und Barbarei der gerechten Strafe zugefügt wurden. Ich fordere ihren Kopf. Eure Majestät, das Haus Lannister wird euch unterstützen in dieser Quest nach Gerechtigkeit. Sie müssen leiden. Das Haus Tyrell steht euch bei. Die Weite hält die Treue zum König. Die dornischen Speere werden die Hunde aus den Sturmladen aufspießen. Wo ist der Meister des Rechts? Recht muss gesprochen werden. Ruft nach Meister Tully. Es gibt nur ein Recht, sofort, das dieses Verbrechen sühnen kann. Er hat es ja fast schon angekündigt, als er mit Blutrunst in den Augen hier aus dem Thronsaal stürmte. Dieser primitive Barbar. Hätte nicht einer seiner Verbündeten damals meinen Sohn gehabt, hätten wir uns nie einen Frieden mit ihm eingelassen. Und so dankt er es uns nun. Es sind wahrlich Barbaren. Wir müssen ein Gericht einberufen und ihn vor der Wahl stellen, sich ehrlich zu beugen oder erneut das Kriegsbeil zu heben. Und dann wird das Haus Baratheon mit Stumpf und Stiel ausgerissen. Und jeder, der sich diesen Unholden anschließt, wird das Gleiche widerfahren. Der dornische Zorn über den Verlust über Elia Martell wird sie einholen und so in den letzten Tagen verfolgen. Die Mörder werden zur Rechenschaft gezogen. Nun, Hoster Tully aus den Flusslanden ist hier eingetroffen. Man hat nach mir verlangt. Wir befinden uns im Krieg. Robert Baratheon hat die Königin ermordet. Er hat sich gerecht wegen seines eigenen tollwütigen Herzens, weil er über den Verlust seiner eigenen Geliebten nicht hinweggekommen ist. Und jetzt hat er die Königin, unsere Königin, eure Königin ermordet. Eine wunderschöne, unschuldige Frau, die niemandem etwas zuleide getan hat. Und ich musste dabei zusehen, wie sie in meinen Armen verstorben ist. Es muss Recht gesprochen werden. Recht. Für mich, Recht für die Königin und das Recht für Westeros. Zuallererst möchte ich natürlich mein Beileid aussprechen. Es ist ein schreckliches Schicksal, das die Königin Mutter da erfahren hat. Jedoch wissen wir mit voller Sicherheit, dass dahinter auch tatsächlich Robert Baratheon steckt. Tipp an der Stelle, UC-technisch. Im Optimalfall wäre es, dass wir uns hier einigen und das abklären. Und dann, sobald wir quasi unser Vorgehen geklärt haben, laden wir ihn vor. Und dann konfrontieren wir ihn damit und du nimmst ihn gefangen. Und dann schickst du ihm diese Anfrage, ihn in den Kerker einzukerkern, also ihn quasi gefangen zu nehmen. Und da hat er die Möglichkeit zu sagen, ja oder nein. Und dadurch entsteht dann Krieg. Ja, genau. Und wenn er nein sagt, dann entsteht nein sagt. Krieg. Genau. Perfekt, das klingt gut. Dann habe ich das. Dann ist meine Frage, wie ich das umsetze, gelöst. Sehr gut. Genau, perfekt. Super. Mein König? Ja? Die Ohrenbläser sagen von einem Mordkomplott. Das ist okay. Also ich die Frage ist jetzt, also ich erfahre wahrscheinlich nicht von wem, oder? Das Mordkomplott losgeht, sondern nur, dass es eins gegen mich gibt. Ob es durchgeht oder ob du einen Grund hast, warum es nicht gemacht werden darf. Honestly, wenn ich nicht ich selbst wäre, würde ich selber versuchen, mich zu töten. Deswegen ist das total legitim. Ich werde mich nicht dagegen wehren. Go for it. Gut, auf der Suche nach einer möglichen Ursache. Wenn ich sterbe, kann aber und sie so das Ganze aus Targaryen auslöschen. Nebenwirkungen. Und dann spielt Maurice morgen mit Haus Lannister und dem einzig wahren Targaryen-Sohn weiter, heißt seinem Enkel, und beansprucht im Namen von Aegon Targaryen den Eisernen Thron. Also wie geil ist denn diese mögliche Plotline? Egal, ob mein Sohn stirbt oder nicht, ist das geil. Wenn mein Sohn überleben würde, können wir morgen eine Fehde zwischen meinem Sohn und seinem Halbbruder führen und damit Krieg weitermachen. Es ist einfach geil. Also es ist einfach nur großartig. Eine erhellende Farbe, die ihr trägt. Maester Tyrell, Meister der Münze.
hängt wohl mit dem Wein zusammen, wie er uns informierte. Ach, es betrifft eure ganze Familie. Es ist eine seltene Nebenwirkung. Ich kann aber an der Stelle sagen, dass es sich bisher empfehlen lässt, das gemeine Volk feiert uns mehr denn je und liegt uns förmlich zu Füßen. Gut. Schön. Okay, gut, wohl an zu wichtigen Dingen. Ja, als Meister der Münze möchte ich auf jeden Fall mitteilen, dass wir uns aktuell auf einer Skala von 1 bis vollkommener Zusammenbruch des Reiches einen groß angelegten Krieg so ungefähr nicht ganz leisten können. Bin aber jederzeit zu euren Diensten, zur eisernen Bank, um Bravos aufzubrechen, um dies zu ändern, falls es vonnöten sein sollte. Also ich würde sagen, dass Geld nicht der Rede wert sein sollte, einen Krieg zu führen. Doch von einem Krieg sprechen wir ja aktuell noch gar nicht, sondern eine direkte Vorladung des schändigen Baratheons. Und sollte er sich dann seiner Missetat nicht bekennen, dann werden wir das Äußerste greifen. Natürlich widerwillig und gezwungen nach Gerechtigkeit schreiend, sind wir eigentlich die Getriebenen, die in den Krieg getrieben werden, durch die Hand des Baratheons. Meine Spione tragen mir außerdem zu, dass Robert Baratheon aktuell 128 Münzen sein eigen nennt und 3 weitere im Monat in seiner Schatzkammer landen. Ich würde vermuten, dass wir in der Lage sind, notfalls ihn finanziell zu überwältigen. So, auch Hoster Tal ist wieder anwesend. Bitte verzeiht meine kurze Abwesenheit. Ich habe eine OOC-Frage, die an mich herangetragen wurde im Chat, und das ist ein sehr guter Punkt. Wenn ich Baratheon vorlade und ihn einkerkern möchte, dann ist das Tyrannei. Wir spielen zwar alle keine Vasallen, die sich auflehnen könnten, aber gibt es offene Vasallenplätze, die mich dann, weil ich Tyrannei begehe, mir dann automatisch den Krieg erklären könnten? Das ist ein Malus auf die die Meinung, den du bekommst. Meinungsmalus ist das. Wenn du das heißt, in deinem Land könnten dann, ne, deine Bürgermeister und sowas könnten dann quasi sagen, ey, ja, du bist ja schrecklich. Ah, die lieben mich bestimmt, das wird schon gut gehen. Genau, wenn du auf deine Vasallen draufklickst, dann siehst du ja im Groben, ob die gute oder schlechte Meinung von dir haben. Und ich bin jetzt nicht so die beliebteste Person. Bist du vielleicht über der Domänenschwelle? Das hat bei mir recht viel Negatives bewirkt, tatsächlich. Nee, Domänenschwelle passt bei ihr. Du hast mehrere Herzogtitel. Ah, ich habe einen Herzogtitel zu viel, ja. Ich habe Driftmark. Ja, du könntest Driftmark den Valarions wieder zurückgeben, rein theoretisch. Und du könntest den Herzogtitel, ist das Königsmund? Nein. Nee, den willst du behalten. Ja, natürlich. Aber ich glaube, wenn ich den abgebe, reicht das wahrscheinlich schon, ne? Ja, also du könntest rein theoretisch auch den Herzogtitel Königsmund abgeben, weil du nicht die Stadt Königsmund abgibst. Nur den Herzogtitel, also die ganzen Vasallen. Zerstöre ich dann lieber, als den abzugeben. Ja, ansonsten kann man Schwarzwasser noch als Herzogtitel erstellen, der ist aktuell... Müsste jetzt auch, also ich glaube, das Problem müsste jetzt auch gegeben... Ah, du meinst, ich könnte auch was erstellen, ja. Die Problematik ist, ich habe kein Geld. Das ist das Problem. Alles gut. Aber das wird schon hinhauen. Wie viel Tyrannei kriegst du, wenn du ihn einkerkerst? 10? 15? Oder? Mal gucken, wie viel das wäre. Ich glaube, das wird schon hinhauen, weil ich glaube, das Wichtige ist ja, dass die Leute im RP sich hinter mich stellen. Ja. Das sind ja die Hauptsache, also die wichtigsten Sachen. Notfalls tun wir ja irgendwelche komischen, aufständigen Bauern einfach schnell wegklöppeln auf dem Weg nach Storm's End. Verliert 10 Jahre lang 30 Meinungen von euch. Die gesamte Familie von Lord Robert bekommt 15 Meinungen weg. Ich erhalte 20 Schrecken. Mehr steht nicht da. Ja, Tyrannei wäre entscheidend. Ja, das steht nicht da, wie viel ich davon kriege. Dann bekommst du tatsächlich, glaube ich, gar keine Tyrannei. Doch, sicher, wenn es ein Akt der Tyrannei ist. Vorbei. Achso. Ach ja, stimmt, wir haben ja keinen Grund, ihn einzukerkern. Ja. Aber das wird schon, also daran wird es nicht scheitern, und wenn, dann ist auch witzig. Das geht schon. Es sind auch nur deine Vasallen in den Kronslanden, und wenn, dann wischen wir die mit auf, ne? Also ja, ganz eben. Ehrlich, da wird da auch aufgeräumt. Gut, das heißt, die richtige Reihenfolge ist jetzt, Robert Baratheon wird von den Kutschern dazu aufgefordert, sich in Königsmund einzufinden und zu äußern vor dem Rat. Ich würde auch sagen, dass wir alle, weil das halt so ein Event ist, ne? Also von alle großen Häuser sind zugeladen. Baratheon wird damit konfrontiert und wird gefangen genommen.
also soll gefangen genommen werden und er darf dann entscheiden, ob er im Endeffekt die Gefangennahme annimmt und dann vor Gericht gestellt wird oder ob er quasi, also wenn wir ihn gefangen nehmen, dann müssen wir ihn doch eigentlich vor Gericht stellen, ne? Um ja, aber sagen, eigentlich wäre doch die Reihenfolge dann jetzt zu sagen, dann... Oder so. Ja, das ist okay, ja, das macht auch Sinn, ne? Das stimmt. Ja. Das wär, ja. Und dann entscheidet, dann zeigt sich halt auch, wer dann überhaupt anreist oder halt nicht anreist. Ich meine, Tully ist jetzt gerade da. Das heißt, ich würde dann quasi Coppelius die Möglichkeit geben, zum Beispiel zu sagen, dass er heimlich verschwinden möchte, wenn er das denn möchte und damit auch Verrat begeht. So, aber ich hätte das halt so gelöst und dass Robert Baratheon und Eddard Stark und auch Arryn sich quasi beraten können, ob sie anreisen oder nicht und wird ihnen da OOC ja. Zeit geben, sich das zu überlegen. Ja. Ja. Noch OOC gefragt, gibt es ein Druckmittel? Also ist es jetzt nur quasi ein Vorwurf oder gibt es wirklich? Es ist nur ein Vorwurf. Okay. Es gibt noch keinen Beweis dafür, es ist ein genau. Vorwurf. Okay. OC gesprochen, wir wissen es nicht zu 100%, aber die Vermutungen okay. sind halt dominant. Mhm. Und wer will den Drachen bremsen, wenn er in seiner Wut und seiner Trauer nach Gerechtigkeit Ich hoffe liegt. Doch wohl, dass wir alle in Trauer ja. sind, dass es eure Königin Natürlich. Ermordet wurde. Ja, eben. Das ist sehr traurig, ja. Eine ja. Frage. Ja, es ist überhaupt nicht, dass wir hier alle durch den Profit wittern aus dem Krieg. Was? Nein, Trauer. Tatsächlich muss ich gestehen, wurde mir auf fälschlicherweise durch einen Kutscher der wahre Täter zugetragen. Da habe ich den Kutscher für gerügt, ihm gesagt, so nicht, das machen wir hier nicht. Und was heißt der wahre Täter? Es war der Baratheon. Ich weiß, wer der wahre Täter ist und ich muss den wahren Täter, würde ich am liebsten abküssen. Also ich muss wirklich sagen, das ist ein so perfektes Timing. Habe ich recht verstanden, dass Robert jetzt angereist ist und sich dem Tribunal stellt? Ich habe erstmal nur gehört, dass es eine Anklage gibt. Genau, also die Wahl gibt es ja zwischen, du reist an und du reist nicht an. Das heißt, du hast dich entschieden anzureisen. Genau, ja. Okay. Als Meister des Rechts muss ich an dieser Stelle diese Anhörung auch eröffnen. Werter, lieber Freund Robert Baratheon, dir wird vorgeworfen, zumindest es kam mir bzw. uns so zu Ohren, dass die Königsmutter vor kurzem abgelebt ist und du eventuell daran beteiligt bist. Kannst du bitte deine Umstände erklären, beziehungsweise, und ich hoffe sehr darauf, auch beweisen, dass du nichts damit zu tun hast? Wie soll ich denn meine Unschuld beweisen, wenn ich nicht mal in der Nähe war? Ihr solltet ja meine Schuld beweisen. Ich habe nicht mal etwas von ihrem Ableben mitbekommen. Nun, das ist ein springender Punkt. Ich darf vielleicht an dieser Stelle auch gleich unseren König fragen, König Rhaegar. Ich wurde selbst auf diesem Wege informiert, dass die Königin Mutter abgelebt sei und dass schon Vermutungen im Raum stehen, wer dahinter stecken könnte. Könnt ihr eventuell kurz erklären, wie es denn dazu kam? Hoster Tully, mein werter Freund und Meister des Rechts, mein Herz ist schwer, obliege ich das Ableben unserer Königin erleben musste, wie sie in meinen Armen verstorben ist. Und doch scheint es mir, bin ich der Einzige, der hier trauert, mit solchen Sandhandschuhen, wie ihr ihren Mörder hier behandelt. Wie kann es sein, dass nur ich die Wut in diesen Thronsaal trage und ihr mich fragt, woher ich weiß, wo meine geliebte Königin getötet wurde? Haben wir nicht alle erlebt, wie Robert Baratheon das Turnier verlassen hat, schäumend vor Wut, ohne jegliche Beweise, mich nach wie vor Gräueltaten bezichtigend, die er niemals beweisen konnte? Haben wir nicht alle erlebt, wie er Krieg über ganz Westeros gebracht hat? In seiner Wut und in seiner Irrationalität und Emotionalität? Was gibt es da noch zu beweisen? Es ist eindeutig, dass Robert Baratheon schuldig ist. Erst hat er Krieg und Verderben über tausende Menschen gebracht und jetzt hat er sich gerecht, indem er unsere wunderschöne und unschuldige Königin aus dem Hause Martell, eine Adelige aus Dorne, hinterlistig ermorden ließ. Ihr stürmischen Hunde, ihr seid daran schuld, dass meine Schwester ermordet wurde. Da gibt es keine Zweifel, hier gibt es nichts zu beweisen. Hier gibt es Recht zu sprechen, im Namen des Königs.
Welch ein Schauspiel. Natürlich als Grande Finale gegen den alben alten Robert. Ein abgekartetes Spiel am Königshof. Wunderbar, schön. Unterhaltet mich weiter. Nun, da muss auch ich natürlich mich wieder vor allen hier in die Mitte stellen und auch kurz anmerken, dass hier in Westeros noch immer das Recht entscheidet darüber, ob jemand auch tatsächlich schuldig oder nicht schuldig ist. Und solange keine Beweise auf den Tisch gelegt werden können, dass Robert Baratheon tatsächlich dafür verantwortlich ist, kann ich das an dieser Stelle auch nicht gutheißen. Das vorweg ohne Beweise und ohne die Wahrheit wirklich auf den Tisch legen zu können, sofort als Verräter, als Mörder oder was auch immer bezichtigt wird. Das Recht ist der König und ich kann nicht glauben, dass ihr das Recht untergeht. Die Königin, eure Königin wurde ermordet und ihr sprecht von einer Mitte. Welche Mitte kann es beim Mord geben? Welche Mitte kann es geben, wenn euer König verleumdet wird seit Jahren von diesen Tyrannen? Sie haben uns Krieg, Verderben und Mord gebracht und ihr seid unfähig, es zu sehen. Obgleich es wahrscheinlich mit eurer persönlichen Befindlichkeit zu tun hat, wenn ihr hier den angeklickten Mörder mit eurem Freund begrüßt. Ich kann nicht glauben, dass mein eigener Rat mich hintergeht. Ich fordere den Kopf von Robert Baratheon. Ich fordere den Kopf von dem Mitverschwörer Eddard Stark und ich fordere den Rücktritt des Meister des Rechts, der offensichtlich nicht mehr in der Lage ist, von Recht und Unrecht zu unterscheiden, obgleich ihn seine persönlichen Befindlichkeiten in Frage stellen. Tywin Lannister, als Hand des Königs, wärt ihr so gütig und würdet Recht sprechen? Haltet ein! An dieser Stelle möchte ich noch anmerken, dass wenn ihr tatsächlich vorhabt, ohne Beweise meinen lieben Verwandten, Eddard Stark, als auch Robert Baratheon, hinzurichten, dann müsst auch ihr mich hinrichten, denn ich kann es nicht mit mir verantworten, dass ich an dieser Stelle vor dem Recht einbreche und dieses Schauspiel tatsächlich so zulasse. Es sind die Blutsbande, die offensichtlich stärker sind als eure Treue zum König. Und mit dieser Aussage habt ihr eindeutig gezeigt, dass ihr zu nichts anderem imstande seid als dem Verrat aufgrund von persönlicher Befindlichkeiten, weil eure Blutsbande für euch wichtiger ist als eure Pflicht und eure Blutsbande euch wichtiger ist als eure Treue. Haltet ein Wort. Familie, Recht, Ehre. Die Familie steht bei denen immer an erster Stelle, Recht immer nur an zweiter. Wir alle haben gehört, wie Robert Baratheon sich jedem Versuch, Frieden zu stiften, zunächst verweigert hat, wie er immer neue Anschuldigungen, selbst als lange Frieden herrschte, hervorkramte, um dem König etwas anzulasten. Wir alle haben gesehen, wie er immer noch auf Rache sann, auf Blut, auf Krieg. Nun wissen wir, wessen Weg und wessen Werkzeug er sich bedienen wollte, um jenes zu erreichen. Können wir es zulassen, werte Lords, werte Ladies, dass weiterhin ein solcher Instabilitätsfaktor das Reich beschädigt? Ich sage nein. Ich sage, der König hat wahr und recht gesprochen. Also wollt ihr mich jetzt hiermit verurteilen? Robert, seid kurz ruhig. Tywin Lannister, ihr behauptet, dass derjenige, der sagt, es braucht keine Beweise, Recht spricht und ein König wie ein König handelt? Hier hat sich ein erneuter Tyrann offenbart. Wir haben einen weiteren irren König. Aber, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, aus diesem schrecklichen Krieg oder einen schrecklichen Krieg zu verhindern. Ich schlage vor, dass ein Zweikampf stattfindet zwischen Robert Baratheon und Rhaegys. Eine Art Gottesurteil. Und ich fordere dieses Recht ein. Den Götterurteil durch zwei Lords anschließen. Hört. Die Götter werden entscheiden. Meine Alternative wäre ein klassisches Schwurgericht gewesen, wo drei ebenständige Herrscher über einen Herrscher urteilen, aber einen Gottesurteil, einen Trial by Combat, werde ich mir nicht entgegenstellen. Mögen die Götter richten? Sie richten immer richtig. Der Angeklagte hat ein uraltes Recht auf ein Trial by Combat. Dieses uralte Recht müssen wir respektieren. So ist auf den Dornen. In ganz dann Westeros. Kommt. Wer will sich mir im Ring stellen? Vielleicht du, Rhaegar? Oder traust du dich nicht? Ich darf erwähnen, dass jeder auch einen Champion an seiner Stadt nennen darf. Ja, ich nenne mich. Ich
Rega, wichtigster meines Namens, König von Westeros, Bezwinger des Kriegs, Bringer des Friedens, der letzte wahre Drache und Herrscher über den eisernen Thron, nehme den Zweikampf auf Leben und Tod im Namen der Götter an. Ich werde mich mit meinem kleinen Rat beraten, obgleich ich denn alleine in den Ring steigen werde oder ein edler Ritter an meiner Statt für mich kämpft. Mögen die Götter richten. Oh, nun denn, ein feiger König, der sich nicht mal jetzt schon offenbaren kann. Hütet eure Zunge, die falsche Stimme. Es ist gut, kommt. Eine Beleidigung des Königs, ja, dafür können wir dich nochmal anklagen. Ich spucke auf Mögen die Götter uns Gerechtigkeit bringen. Habt ihr gehört, wie er bereits weiter auf Dorne gespuckt hat? Offensichtlich war er der Täter. Es ist doch der König hat sich diesem barbarischen Ritual gestellt. So sei es denn, so sei es denn. Wir ziehen uns zurück zur Beratung. Nun, an dieser Stelle muss ich jedoch noch anmerken, dass ich es nicht mehr für mich vermag, mich als Mitglied des kleinen Rates zu sehen. Denn es ist ein Schauspiel, das heute hier stattgefunden hat, das gezeigt hat, dass das Recht nicht in unserer Mitte ist, sondern dass Vorwürfe in den Raum gestellt werden, Befindlichkeiten, Emotionen uns dominieren und nicht die Objektivität. Das ist, was uns in irgendeiner Art und Weise vorantreibt oder vorantreiben sollte. Dementsprechend ziehe ich mich zurück aus dem kleinen Rat und lege das Amt des Meisters des Rechtes ab. Ich bin schwer enttäuscht. Ich dachte, dass wir endlich Einigkeit in Westeros gefunden haben. Hochverrat. Gute Entscheidung. Jetzt bin ich aber verwirrt. Warst du nicht schon entlassen? Dann habe ich das vielleicht überhört. Ich frage mich... Manche einfach immer das letzte Wort haben. Ich frage mich, wie jemand sich Meister des Rechts nennen möchte, der das Recht durch die Götter nicht anerkennt und der das Recht, das durch die Götter nun gesprochen wird, als Schauspiel zunichte macht. Aber vielleicht ist das auch einfach der Norden, der barbarisch ist und nicht imstande ist, die Gepflogenheiten von Westeros anzuerkennen. Der Norden? Meine Nichte, Arianna Martell, wird bald ihr 16. Lebensjahr erfüllen und dann mit Ehre und mit Genugtuung das Recht im Rate, die Position Meister des Rechts gerne im Rate erfüllen. Und zwar im Sinne des Königs. So soll es sein. Eine exzellente Idee. Ich denke, wir sollten erstmal das Gottesurteil abwarten. Vielleicht gibt es bald einen anderen König. Hochverrat. Er sinnt bereits auf Hochverrat. Nein! Er wünscht sich einen anderen König herbei. Ich habe gesagt, vielleicht gibt es einen anderen. Das ist Hochverrat. Alleine die Möglichkeit. An der Stelle würde ich sagen, beenden wir das Roleplay für heute. Ich glaube, das war ein guter Punkt. Ein Cliffhanger, den man nicht besser schreiben kann. Ein Fall, besser planen können.